Hallo und Servus YouTube und liebe LS-Freunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Heute ist angesagt Weizendreschen. Wir sind wieder unterwegs mit unseren zwei Mähdreschern, dem großen Case 9230 und dem New Holland. Und machen uns jetzt eben ans Weizendreschen. Oh, die FPS sinken heute gleich in den Keller, das ist traumhaft. Besser geht's gar nicht. Hatte vorher noch eben das Feld da hinten, da wo noch Raps war, auch gedroschen. Ja, und ich, also, wenn wir morgen fertig sind, gibt es eigentlich nur noch ein Feld, ein riesiges Maisfeld zum Häckseln. Und dann bin ich, ist die komplette Map leer. Und es ist dann auch eigentlich perfekt, um dann aufzuhören. Wie gesagt, in den Wald gehen wir noch. Und ja, heute bin ich natürlich wieder mit Lenkrad am Start. Und ich glaube, ich sollte mal hier irgendwo hinten den Helfer fahren lassen, damit wir dann schon schneller werden, schneller sind. Okay, Helfer aktiviert, können wir wieder zurücklaufen. Ist Wahnsinn, was diese... Ich glaube, das liegt auch an der Textur. Schaut das mal an, die sieht richtig geil aus vom Weizen. Sieht echt super aus. Ich glaube, die schluckt recht viel. Das kann sein, weil der hat ja das mal geschrieben, dieser Typ, der die Forgotten Plants Texturen dann macht. Der hat gesagt, dass die ganz schön FPS-lastig sind. Bei 18 FPS, Leute, das kenne ich auf jeden Fall. Das wird auch nicht besser, das ist echt heftig. Naja, Freunde, ich kann es nicht ändern. Ich habe genug Rechenpower und das Spiel will trotzdem nicht. Also, ich glaube, selbst mit einer 89 wäre ich hier nicht viel besser gestellt. Ja, sieht nicht rosig aus, die Zukunft im LS, wenn es so weitergeht. Also, wenn ich mich jedes Mal hier auf 20 FPS quälen muss, jetzt habe ich wenigstens 22. Da kann man schon halbwegs zocken. Ja, das Feld habe ich ja wieder kombiniert. Feld 2, waren das Feld 2 und 3, glaube ich. Kann das sein? Ich glaube, es Feld 2 und 3, ja. Schau noch mal kurz nach. Ah, steht hier nicht, oder? Die Nummer. Doch, 2 und 3, klar. Wo ist Feld 1? Wo ist denn Feld 1? Gibt es das überhaupt? Ach, da links oben, jetzt komme ich mit, ja. Ne, so Feld 2 und 3 kombiniert. Ist ein bisschen, ist, sag ich mal, vielleicht ein Drittel weniger als das, was wir gestern geerntet haben. Also sollten wir es locker schaffen und mal nicht so lange Let's Play zu machen. So 25 Minuten, werde ich gesagt, wären Maximum. So gute 25 Minuten, das ist eh lang genug. Auf 30 Minuten will ich eigentlich auf keinen Fall drüber kommen. Immer zwischen 20 und 30, das ist für mich, sag ich mal, ein gesundes Mittelmaß, da ich doch recht viel zeigen will. Aber manchmal geht es eben nicht anders. Ich bin ein bisschen zu langsam, jetzt merke ich es auch. Ich bin viel zu langsam. Muss man mit mehr Gas auf dem Fuß fahren. Ganz klar. Ich fahre wirklich zu langsam. Ja, wir sollten jetzt vielleicht mal unseren... Genau. Was? Wir sind hier schon voll. Das ist ja unglaublich. Wir kommen nicht mal ganz hoch und schon sind wir voll. Das ist wirklich unglaublich. Hätte ich niemals gedacht. Ja, die Holländer hat auch schon 77%. Also kann das sein, dass wir... An Füllvolumen viel mehr Weizen zusammenbekommen. Ja. Ah, jetzt. Ah, okay. Hat er noch ein paar Sekunden gebraucht, bis er wirklich voll ist. Eigentlich haben wir jetzt einen Fehler gemacht. Wir müssen ja nicht mit dem Mähdrescher raus, wir müssen den Überladewagen holen. So sieht's aus. Meine Freunde, so sieht's aus. Überladewagen, da ist er ja schon. So, da kann man gleich loslegen. Heute gibt es wieder ein paar Mod-Vorstellungen von mir. Mal schauen. Ich bin noch kurz am Austesten, weil ich etwas nicht verstehe. Und zwar so ein Silageschild, das ich heute noch vorstellen will. Irgendwie backt das rum, das kann ich nicht mehr abhängen, nachdem ich es angehängt habe. Also irgendwie komisch. Weil permanent dieses Abladesymbol da ist. Das ist wirklich komisch. Da müssen wir schauen, wie ich das in den Griff kriege. Möchte ich eigentlich schon vorstellen, den Mod, weil es schon sehr geil ist, sag ich mal. Da blinkt er ja schon, dass er voll ist. Ja, gut, dann bin ich ja, ich bin ja schon da, mein Freund. Bin ja schon da. Na. Also 50.000 gehen ja hier in den Überladewagen heute rein. Also, wir haben jetzt dann... ...26, 27.000. Also quasi 4 Quantankladungen. Jeweils 2 von jedem Mähdrescher können wir aufladen.
Also das sollte dann vielleicht schon, das reicht nicht fürs ganze Feld, aber das Feld ist gar nicht so groß. Schaut euch das mal an. Das dauert überhaupt nicht lange. Das ist gar nicht so groß. Ich sag's euch, bei 2% fahre ich. Okay, es waren bei 1%, aber egal. Ich finde es hier schon echt prächtig, hier so zu fahren, aber ich hätte gern 10 FPS mehr, wirklich, also knapp an die 30, und da kennt man schon ein bisschen was mit Ruckeln. Könnt ihr euch vorstellen, wie es bei mir mit. Oh, ja, nicht ins Wasser fahren. Ja, nicht ins Wasser fahren. Wie gesagt, es lässt sich schwer lenken mit 18 FPS, könnt ihr mal glauben. Vielleicht muss ich mal wieder meinen PC putzen, das könnte es auch sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, ich bekomme in Far Cry beim Aufnehmen doppelt so viele FPS wie in dem Spiel hier. Ich bekomme eigentlich zwischen 40, ja, 40 FPS bis 50 FPS permanent beim Aufnehmen in Far Cry 4. Stell dir das mal vor, das Spiel ist eine Grafikbombe und das hier ist der Landwirtschaftssimulator und hier bekommen wir, ja, die Hälfte. Kann ich mal froh sein, wenn ich 25 bekomme. Das ist wirklich krass. Ich weiß noch nicht, wie manche anderen, die das Problem gelöst haben. Also ich habe es bisher noch nicht gelöst. Es ist mir immer noch ein Rätsel, wie man das hinbekommen soll. Aber ich schau mal, was sich machen lässt. Weil es ist selbst kein tolles Spielgefühl, immer zu zocken, wenn es alles ruckelt. Und obwohl du weißt, du hast genug Leistung für deinen Rechner. Also wenn ich nicht genug Leistung habe, wer dann? Ich, der meinen PC 3 Jahre lang optimiert hat und jetzt, sag ich mal, ist immer ein Jahr vergangen, knapp, wo ich nichts getan habe. Weil er eben so passt, wie er ist. Ich meine, was will man bei 2670 sagen? Kann man nicht sagen, dass das zu wenig Leistung ist. Die haben ein bisschen mehr Leistung als eine 87, GTX 780, die 2670. Also kann man ruhig sagen, das ist genug Leistung. Ich glaube, selbst mit der wirklich. Würde mich interessieren, wie viel FPS man im Spiel mit der 89 bekommt. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Stimmt, auch nicht mehr als 30 beim Aufnehmen wahrscheinlich. So, wir lassen gleich das Schneidwerk unten und drehen um. Wie viel hat denn jetzt der New Holland? 64 Schüler, also das geht echt schnell. Wir dreschen aber hier zuerst mal runter, damit wir hier ein bisschen ein bisschen was übrig haben. Bin mal gespannt, was haben wir jetzt für eine Zeit? 16 Uhr. Also in einer Stunde, 2 Stunden sollte es ja schon dämmern. Dann machen wir wieder unseren typischen Screenshot. Ist ja unglaublich, das ist jetzt schon wieder fast voll. Wir haben jetzt schon, na, die Hälfte haben wir nicht, aber das Feld zieht sich halt da schon sehr zusammen, muss man halt sagen. 86%, das ist ja unglaublich. Oh, 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 meine Freunde, das geht nicht, dass wir hier was auslassen. Das geht gar nicht. So, da la. Jawohl, und jetzt kommt aber hier schon der nächste. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich. Ah, okay, jetzt habe ich es kapiert. Mehr Schneidwerk heben. Jetzt komme ich dahinter. So, dann lassen wir aber hier mal den Helfer. Ah, der wird jetzt richtig Mist machen, glaube ich. Ja, ich glaube, der macht jetzt echt Mist. Komm schon, ich trete voll aufs Gas und der fährt trotzdem so langsam. Ja, lassen wir halt mal einen Helfer fahren. Ich habe zwar kein Vertrauen in ihn, aber muss ich fast haben. Okay, wir haben die Hälfte hier voll. Dann düsen wir ganz geschwind zum New Holland. Wir haben übrigens auch hier eine Transportmission, dass eben 89 Tonnen Weizen. Wo müssen wir die hinbringen? Zum Getreidespeicher, genau. Und ich glaube, ich bezweifle, dass wir hier 90 Tonnen voll kriegen. Ich schätze mal, wir bekommen so 70 Tonnen. Also wenn der voll ist, haben wir 50. Das heißt, circa zwei komplette Anhänger.
Ja, genau, das habe ich befürchtet. Er drischt jetzt komplett drüber. Der. Oh Mann, oh Mann. Der Allerhellste. Ja, jetzt super, jetzt sind wir gleich komplett voll. Also das ist jetzt echt. Ja, ist Wahnsinn, was der Weizen an Füllvolumen hat. Also vielleicht kommt es doch hin. Ja, dann müssten wir eigentlich jetzt nach der nächsten Ladung. Wir sehen schon, der Case ist schon wieder voll. Wir können eigentlich hier nur die Helfer fahren lassen und müssen die ganze Zeit managen mit 2 Metrischen. Dann geht das halt wirklich blitzschnell. Toll. Müssen wir wieder durchs Getreide fahren, wie unrealistisch. Aber was fährt denn der jetzt für einen Stuss zusammen? Jetzt wird da so ein Dreieck draus. Na ja, lass mal ihn halt. Der weiß ja wieder alles besser, der Helfer, ne? Ja, das wird jetzt wirklich Käse. Also jetzt können wir zuerst gleich in den. Nein, du willst hier nicht umdrehen, oder? Nee, willst du nicht. So. Ich übernehme jetzt mal kurz für dich, mein Freund. So ist das sehr schön. Es ist halt wirklich saugeil mit Lenkrad zu dreschen. Das ist so ein geiles Gefühl. Du kannst so schön geschmeidig lenken. Das ist wirklich traumhaft. Warum ist mir die Idee nicht schon eher gekommen? Ja, ich hatte Angst, dass ich das nicht hinkriege. Nur mit den Pedalen. Aber eigentlich klappt es ganz gut. Also jetzt geht es wirklich schnell. Ich muss nur aufpassen. Das wird auch ein Problem werden, wenn ich mit meinem oder wenn ich mit meinem Mikro jetzt hier aufnehme mit dem Lenkrad, weil es oft mal knistert und ich habe es gemerkt, dass man teilweise die Stimme dann nicht mehr so versteht. Das liegt aber auch daran, dass das Headset nicht das hochwertigste ist. Denn wenn man ein bisschen was mithört, ist das nicht das Problem. Nur die Stimme wird halt so leiser und so verzerrt, das ist das Problem. Wenn man jetzt ein bisschen Knacksen vom Lenkrad mithören würde, das wäre für mich kein Problem. Oder auch für euch, schätze ich mal. Aber dann wird meine Stimme eben so komisch leise und deswegen ja, werdet ihr auch eine Überraschung gegen Ende des Jahres hin bekommen. Die letzten Dezembertage gibt es dann auch. Das ist dann wahrscheinlich mein Weihnachtsgeschenk. Wahrscheinlich, sage ich nur. Aber es hat damit zu tun. Könnt ihr mal raten, was es ist. Aber da ich derzeit eh nichts anderes in Planung hatte oder nichts anderes brauche, ist mir nur das eingefallen. Ich finde, das ist gar nicht mal verkehrt. Aber ihr werdet es dann noch früh genug erfahren. Jetzt ist er zwar leer, oder? Ist er jetzt leer? Ja. Jetzt haben wir wenigstens dieses Eck hier. Ja, es dauert schon eine Zeit. Wir haben jetzt schon die Hälfte von unserem Let's Play. Bei 13 Minuten hören die meisten schon, hört zum Beispiel Martin auch schon auf. Das ist unglaublich. Ne, ich sag mal, so 20 Minuten Let's Plays gehen schon. Das geht schon, denke ich mal. Unter 20 Minuten finde ich es eigentlich zu kurz. Es ist natürlich so, wenn ich sage, man kann halt dafür unendlich viele Parts machen. Zum Beispiel, du machst halt wirklich, 3 Parts an einem Tag hier, spielst eine Stunde, machst 3x 20 Minuten. Entschuldigung. Spielst eine Stunde, machst 3x 20 Minuten, dann hast du 3 Parts, dann renderst du die. Muss ja nicht an einem Tag sein, hast du für 3 Tage verproduziert. So habe ich das früher immer gemacht. Aber aktuell mache ich es beim LS wirklich jetzt so, dass ich jeden Tag mein Let's Play aufnehme. Meine halbe Stunde und meistens dann noch eine halbe Stunde bis Stunde so noch zocke den LS, also so. 1,5 Stunden eigentlich oder maximal 2 Stunden am Tag. Vor ein paar Tagen habe ich gar keine LS gespielt, außer die Let's Plays. Aber wie gesagt, das konnte ich eigentlich nicht, weil mir ist ja schon, hat schon gefehlt, dass ich halt wirklich LS zocke und ohne aufzunehmen. Also einfach so schön in Ruhe mit Musik und so weiter am Abend häckseln. Das habe ich dann gestern auch gemacht. Wir haben jetzt 3 BGA-Silos komplett voll. Eins ist noch leer. Aber das werden wir mit dem Feld, das vor uns liegt, schau dich das mal an, das Riesenfeld, das werden wir auch noch schaffen. Es ist wirklich traumhaft. So, jetzt will ich aber umstehen, meine Freunde. Ja, es ist jetzt egal, ich muss jetzt hier wegfahren, sonst haben wir ein Problem. Nein, ich wollte hier keinen Helfer. Hallo! Naja, ist jetzt egal. Hä? Ja,
Also irgendwie buggt bei mir alles. Und zwar, wenn ich G drücke, schaltet er den Helfer ein. Ich verstehe diesen Sinn nicht. Also, sorry. Keine Ahnung, warum das so ist. Oh, Mensch, jetzt hier. Ich will ein Kauderwelsch hier. Oh, Mann. Du sollst dann nur das Stückchen da mitnehmen. So, perfekt. Na, geht ja schon wieder prima weiter. Ja, dann lassen wir den Helfer jetzt hier genauso gerade ausdreschen. 13,70 Meter, das ist so eine Schnittbreite, das ist unglaublich. Deswegen geht das auch so schnell und deswegen sind wir auch so schnell voll. Das muss man erstmal bedenken, obwohl wir hier wirklich über 10.000, 12.000 und 14.500 Liter im Korntank haben. Das ist ja wirklich enorm viel, also 15 Tonnen in einem Korntank. Unsere Anhänger, die haben gerade mal 8 Tonnen. Das heißt, da könntest du zwei Anhänger voll machen mit einer Ladung. Das ist ja unglaublich. Bei uns haben wahrscheinlich die so 5.000 oder sowas. 4.000-5.000 Liter. Jetzt fährt der Helfer schon wieder. Ich wollte das nicht. Das ist wirklich unglaublich. Ja, seht ihr, so schön, so läuft das, Freunde. So läuft das, perfekt. Und das Eck nehmen wir aber noch mit. Oh. Mist. Wieder was ausgelassen. Ja, sorry, das ist einfach so wegen dem Laggen. Bei 17 FPS, da hat man wirklich keinen Spaß dran. Hier das flüssig zu spielen, ist wirklich schlimm. Auch wie das, wie das Lenkrad knistert, habe ich kein gutes Gefühl, beziehungsweise es ist nicht mal das Lenkrad, es ist die Halterung, die quietscht oder die so ein Geräusch von sich gibt. Nicht das Lenkrad direkt, aber wir sind trotzdem bald fertig. Ja, wenn wir nicht genau in der Mitte rumfahren, so doof kann man ja sein, anstatt dass man nur eine Seite auslässt, lasse ich links und rechts was aus. Jetzt habe ich schon wieder ausgelassen. Sag mal, was ist denn heute los? Bin ich zu unkonzentriert? Wohl nicht. Jetzt geht's. Ich habe ja, glaube ich, das auch schon mal erzählt, dass es auch sowas gibt. Dass er teilweise eine komplette Reihe ausgelassen hat. Die konnte ich nicht ernten, die konnte ich nicht dreschen. Ich weiß nicht warum, das ging einfach nicht. Unglaublich, aber es ging nicht. Leute, 15 FPS. Jetzt sind wir schon wirklich im kritischen Punkt. Leute, boah, jetzt wird es wirklich heftig. Aber wir machen jetzt mal die Zeit langsamer. Jetzt können wir sie ruhig wieder auf 1 lassen. So, lala. Ah, wir sind ja wieder voll, super. Und der Freund da unten ist auch voll. Ja, der Screenshot bringt uns hier trotzdem nicht viel. Das heißt doch, vielleicht schon. Wie gesagt, ich will ja immer schöne Screenshots machen hierfür. Aber die mache ich jetzt einfach beim Ausleeren. Wir haben ja hier gleich unseren großen Scania. Aber ich finde es so hässlich, wenn immer das Steilwerk sich hebt. Das sieht so, weiß auch nicht, das sieht affig aus irgendwie. Nur ist der Sonnenuntergang genau in der falschen Richtung. Naja, egal. Wir werden das Kind schon schaukeln, würde ich sagen. Ja, jetzt müssen wir eigentlich dann schnell mit dem Überladewagen wieder weiter. Das ist wirklich eine Hetzjagd, sag ich mal. Weil es ist Wahnsinn, was wir hier zu tun haben. Mit dem Lambo zum Case und abladen. Oh nee, wir sind ja schon fast voll, oder? Wir sind voll. Ah, deswegen. Anscheinend war der dann nicht ganz leer und... Oh mein Gott. Da erklärt sich dann so einiges. Ja, gerade, dass er so überladen kann, das ist unglaublich.
Eigentlich dürften wir jetzt hier voll werden. Wir sind nicht voll, das wundert mich jetzt direkt. Und zwar, wir haben... Ah, Leute, stimmt, ich habe ja hier mehr Füllvolumen gemacht. Wir haben jetzt 64.000. Das ist perfekt eigentlich. Liter, und das heißt, wir brauchen nur noch 10.000, und das kriegen wir locker hin, weil der Case schon voll ist. Das ist eigentlich super, Freunde, weil ist darum, weil das dann reicht für die Nachfragemission. Das ist wirklich super. Ja, ich müsste sie dann mal während dem Dreschen screenshotten, die zwei Mähdrescher. Das sieht einfach schon brachial aus. Aber bei 15 FPS ist es wirklich keine Leichtheit, das kann ich euch versprechen. Oh, das wird ein Screenshot, Freunde, das wird ein Screenshot. Oh, traumhaft. Ja! Hallo? Jetzt kriegt das endlich mal hin, dass er umkehren muss. Also nee. Ey, er schafft's sogar. Unglaublich, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, der kann jetzt hier entladen. Ich bin wieder auf dem Gas, ohne dass ich es merke. Freunde, das ist ein perfekter Screenshot, oder? Perfekt, würde ich mal sagen. Ich muss einfach sagen, der Lambo, der sieht einfach nur traumhaft aus. Und jetzt kommt auch genau der John Deere, der New Holland in den Mittelpunkt. Wirklich super. Wie gesagt, lassen wir den jetzt mal fertig dreschen und wir gehen nochmal in den New Holland rein. Unsere Zeit ist fast um, der Timer läutet gleich. Und ich will wenigstens das Feld fertig haben. Dann können wir ja noch kurz wie ist das nochmal? Getreidespeicher, genau, zum Getreidespeicher fahren. Wie gesagt, wir sind ja so gut wie fertig. Das habe ich wieder perfekt ausgeklügelt mit der Zeit, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch so knapp wird, aber wir hatten auch 10 FPS weniger, das heißt, etwas länger brauchen wir dann auch. Ist ja logisch. Was machen wir schon wieder hier? Oh. Lauter Besoffene am Steuer hier, das ist unglaublich. Lauter Besoffene. Wirklich unglaublich. So, lala. Jetzt war es das eigentlich so gut. Wie... Wahnsinn, wie das knackst und knistert, das Lenkrad. Unglaublich. Wie so ein morsches Schiffrohr, was gleich auseinanderbricht, wenn ein Seegang ist oder wenn Wellen da sind. Denkst du gleich, das zerbricht, so hört sich das ungefähr an bei mir. Wir sind übrigens bestimmt gleich voll, oder? Ja, wir sind voll. Kaum freut man sich, ja, wir haben es gleich geschafft, muss ich nochmal ausleeren, verdammt nochmal. Oh nein, der Helfer hat seinen Faden verloren. Ich würde sagen, dem müssen wir ja irgendwie helfen. Dem Helfer. Ja gut, während er, sag ich mal, hier auslädt, können wir ihm das kleine Stückchen noch abernten.
Alter, Freunde, 14 FPS, könnt ihr euch das vorstellen? Es ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Ich glaube, ich muss mal wieder richtig einen PC, eine Spülung geben. Unglaublich hier. Und ich lasse wieder alles Mögliche aus, das kotzt mich wieder an. Ist der New Holland jetzt endlich leer? Also das Let's Play wird wieder doch wieder ein bisschen überzogen, denn ich will mit dem Feld definitiv fertig werden. In 25 Sekunden ist die Zeit abgelaufen. Ja, dann schauen wir mal, wie wir das machen, wie lange es noch dauert. Ich muss sowieso in 10 Minuten weg, also ist das irgendwie doch wieder perfekt getimed, unglaublich. Aber wahr. Ja, ich sag's ja, wir werden hier genau rechtzeitig fertig. Das ist wirklich unglaublich, aber es ist so. Oh, jetzt hatte ich wieder. Also, wäre hier alles perfekt gewesen, wären wir jetzt schon seit 5 Minuten fertig und nicht erst jetzt. Also. Könnte ich mich schon wieder aufregen, aber richtig, kann er mal glauben. Meinte die 4% gehen da noch rauf? Ich schätze mal schon. Ich schätze mal schon. Jetzt können wir auch mit Innenansicht fahren, denn jetzt ist es nicht mehr schlimm. Es tut mir auf jeden Fall leid, falls wir heute hier so eine niedrige FPS-Rate haben, ob man, also das wird man bestimmt dann auch bei der Aufnahme sehen. Da kitzelt es ja aus 15 FPS auch keine 30 mehr raus. Das ist echt schade. Ja, Freunde, und es reicht nicht mehr. Ernüchternd, aber die Wahrheit, es reicht nicht mehr. Ich kann es echt nicht glauben. Wir überziehen hier schon wieder nach Minuten, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. So, während der hier ausleert, ist der hier jetzt leer? Nein, lass offen. Mensch. Ne, es ist leer, ist leer geworden. Dann machen wir die restlichen paar Meter da noch. Oh, und der Überladewagen ist ja auch noch da. Aber wenigstens habe ich da ein gutes Gefühl und wir sind fertig geworden. Das ist immer so, was ich immer gerne schaffen will, das eine Feld. Ich weiß, dass das nicht immer klappt. Dass das dann schon irgendwann doof ist, wenn man immer überzieht. Super, wegen den 153 Litern hätte ich es jetzt auch sein lassen können, aber... Ihr kennt mich ja, jedes Quäntchen ist wichtig. Jedes Quäntchen sind ein paar Cent. Ja, und das war es auch schon wieder, ist schon leer. Sollten wir mal ganz schnell unsere Mähdrescher wegfahren. Den auch, der ist jetzt bestimmt auch leer. Also wir haben hier locker über, 73 Liter oder sowas, 73 Tonnen, die wir brauchen. Die haben wir locker, das kann ich euch schon mal versprechen. Na, hier haben wir 25% gleich überladen. Und dann können wir schnell noch zum Getreidespeicher düsen und unser Geld in Empfang nehmen. 2,1 Millionen haben wir übrigens. Das kommt daher, dass ich um die 1,5 BGA-Silos da entleert habe und in der BGA verfüttert oder gegärt habe, wie auch immer. Und wir sind leer. So, und rein damit. So, und weiter geht's. So, jetzt. Lassen wir es auch hier. Zum Getreidespeicher wird es jetzt noch ein Stückchen Weg. Der ist ja nicht gleich um die Ecke, müssen wir schon um die halbe Map fahren. Und das klappt jetzt sicher nicht so gut. Wenn es hier mit 14 FPS dahin geht, das können wir glauben. Aber ich glaube, ich möchte behaupten, dass dieser Truck aus dem Euro Truck Simulator 2 konvertiert wurde. Oder vielleicht sogar aus dem 1er, nee, aus dem 2er Rendern. Weil schon richtig geil aussieht.
Ah, Hilfe! Nein! Nicht umkippen, Freunde, nicht umkippen! Das war knapp. Das war richtig knapp. Glück gehabt. Das könnten wir alles wegschmeißen und ich wäre ausgerastet. Das wollte ich erleben, wenn ich ausraste. Ist Gott sei Dank noch nie im Let's Play passiert, glaube ich. Aber das wär's mal, wenn ich mal so richtig wieder ausraste wie zu damaligen Zeiten. Ich glaube, da würde die Abonnentenzahl exponentiell steigen. Dann bekomme ich so einen Ruf wie Illutrix wahrscheinlich. So wie der schreit, könnte man ja denken, er wäre geistesgestört, aber glaub mir, sowas kann ich auch. Das nicht mal das bei mir natürlich. Aber ich habe mich seit einem Jahr oder seit eineinhalb Jahren, sag ich mal, eigentlich seit ich alleine Let's Play, habe ich mich schon am Riemen gerissen und werde das vielleicht auch merken, meine Videos sind irgendwie, naja, nicht mehr ganz so witzig und ein bisschen ernster. Dann kann ich leider nichts ändern, dass, ja, wenn du halt immer alleine Let's Playst, und gut, das machen halt eigentlich die meisten, ist ja so. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt doch mit Freunden zusammen online spielen würde oder so, da ist natürlich dann lustig. Aber hier, wenn ich alleine Let's Plays aufnehme, ich bringe mich ja selbst selten zum Lachen. Wenn ich was Lustiges sehe, dann lache ich auch. Passiert eben nicht jeden Tag. Aber zu zweit damals war es schon, sag ich mal, auch lustiger. Weil der eine labert scheiße, der andere lacht drüber und so weiter. Das ist schon geil gewesen. Aber ist halt jetzt so. Das neue Jahr nehme ich mir vor, dass ich mir wieder ein bisschen Humor antrainiere. Beziehungsweise ich habe Humor, aber jetzt schalte ich das mal an. Wir kommen hier nicht vom Fleck, Freunde. Nein. Ey, Freunde, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Ich glaube das nicht. Das kann jetzt wirklich nicht wahr sein. Was ist denn hier kaputt? Ich komme hier nicht hoch. Ich glaube, ich spinne. Also ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Na gut, wir haben auch einen beschissenen Scania, muss man ganz ehrlich sagen. Einen beschissenen Scania, der keine Leistung hat, anscheinend. Die 700 PS reichen anscheinend nicht. Das ist, also, ich weiß nicht, welchem Entwickler hier von Giants hier das eingefallen ist, hier so einen riesigen Hang hinzumachen. Und man kommt ja mit gar keinem Fahrzeug hier hoch, schon gar nicht mit so einem LKW. Jetzt war's schon wieder, Freunde. Komm da nicht hoch! Ist wirklich unglaublich. Vor allem, wisst ihr was? Scheiß auf den Scania. So ein Drecks. LKW kommt nicht mehr ins Haus. Ich hol mir jetzt den Peterbilt schnell. Oh, Mensch, Freunde, jetzt wird wieder sinnlos überzogen. Ich müsste jetzt eigentlich auch aufhören. Freunde, 8 FPS. Ist echt schlimm hier, wie es leckt. Ich weiß nicht, woher das kommt hier. Auf jeden Fall sind es zu wenig. Hier ist der Peterbilt. Ich glaube zwar auch nicht, dass wir es mit dem schaffen, ganz ehrlich. Aber er hat halt doch irgendwie mehr Pferdchen. Also es liegt definitiv am Scania, weil der Scania irgendwie nicht zieht. Die Räder drehen so leicht durch und das ist absoluter Schwachsinn. Oh, jetzt sind wir bei 20 FPS, das ist ja fast schon wieder wie ein Wunder. Traumhaft. Ich sage euch, der Peterbilt reißt das raus. Ey, unglaublich, Freunde. Zehn Minuten überzogen bestimmt, wegen dem Scheiß hier. Da könnte man sich schon wieder, also nee, aufregen, wirklich. Und wahrscheinlich komme ich jetzt mit 440 PS hier locker hoch. Es ist wirklich unglaublich. Der Scania, also der kommt raus aus meiner Sammlung. Denn die Two Rivers ist auch bergig und da brauchen wir gar nicht damit ankommen hier, dass der nicht zieht. So, Freunde, jetzt schaut euch das mal an hier. Jetzt schaut euch das mal an, wie dieser Bär hier zieht. Was?
Ich muss auch eins sagen, wir haben 103 Tonnen drin, aber das ist Standard eigentlich. Das ist ja nicht mehr als normal. Nee, aber ich sehe schon, wir schaffen das. Er will wirklich nicht. Okay, Freunde. Ja, ich bekomme es nicht hin, es tut mir leid. Ich bekomme es einfach nicht hin, ich muss einen anderen Weg suchen und irgendwie da zum scheiß Getreidespeicher hochzukommen. Ich sag danke fürs Zuschauen, leider wieder überzogen, das nervt mich sehr. Nächstes Mal schauen wir wirklich, dass wir es zügig hinbekommen, obwohl nächstes Mal haben wir ein großes Rübenfeld. Morgen, ja, ich sag danke fürs Zuschauen, macht es gut, ciao und servus.